Steve ist tot. Ich mach die Sendung jetzt alleine. Das war Pummeluff. Rick kommentiert dumme Kacke aus dem Internet. Ihr seht irgend so einen Kack-Post im Internet, fangt an, einen Kommentar zu schreiben, wie behindert die Scheiße doch ist, hört aber in der Hälfte wieder auf, weil ihr merkt, das macht irgendwie doch keinen Sinn. Ich zieh das jetzt hier durch, und zwar in Videoform, weil mir Sachen wie das einfach auf den Sack gehen. Alles, was der Staat dir gibt, wurde von jemand anderen genommen. Ja, so funktionieren Steuern. Du gibst dem Staat einen Teil deines Einkommens, der gibt dir dafür Infrastruktur, Sicherheit und was so ein Staat noch so alles macht. In Deutschland zum Beispiel Sozialhilfe, falls es mal richtig scheiße geht. Sie will einen Freund, der links, feministisch, öko, vegan, antirassistisch, genderbewusst, pro-homo und antisexistisch ist. Schiebt ihn in die Friendzone ab und pumps mit Hakan von McFit. Oh, hat da jemand einen Korb bekommen? Aber natürlich ist es nicht seine Schuld. Frauen stehen ja nur auf Arschlöcher und wissen nicht, was gut für sie ist. Und die ganzen guten Männer werden immer nur in die Friendzone geschoben. Böse Friends. Die Friendzone ist einfach nur eine dumme Ausrede. Aber was bitte habt ihr gegen Hakan von McFit? Vielleicht ist er genau das. Der perfekte Öko. Nur weil er Hakan heißt und zu McFit geht, ist er ein Arschloch oder was? Vielleicht ist er der perfekte Mann für sie. Ihr verdammten Rassisten. Intelligenz ist eine Krankheit, gegen die der Großteil der Bevölkerung immun ist. Also wenn, dann ist Intelligenz eine Bürde und keine Krankheit. Aber was will man damit sagen, wenn man so etwas postet? Ich habe eine Krankheit, ich bin intelligent. Oh, wie schlimm, ich muss dumme Menschen wie dich ertragen. Ja, damit macht man sich echt Freunde. Lass uns das alle bei Facebook posten. All you know is playing games. You have no future. No one will support you. You're just a nobody. Ah, das ist dieses Pseudo-Feel-Good. Mach, was du liebst und das Geld kommt von allein. So funktioniert die Welt aber nicht. Außerdem muss man sagen, PewDiePie hat eine sehr unterhaltsame Art. Er verdient jetzt sein Geld nicht, weil er so gut in Videospielen ist. Und es ist nicht unbedingt richtig zu glauben, dass jeder sein Geld mit Videospielen verdienen kann. Es kennen dann doch eher die wenigsten. Wenn du eine bessere Welt willst, steh auf und mach sie besser. Also ich als streng gläubiger Atheist kann so ein sinnloses Religionsbashing nicht leiden. Vor allem die tollen Bilder, die er zur Wissenschaft zeigt. Marie Curie hat die Atombombe mit zu verantworten. Ich weiß jetzt nicht, ob die die Welt wirklich besser gemacht und hat. Und die Mondlandung oder der Teilchenbeschleuniger haben den Welthunger auch nicht gelöst. Und die Bilder zur Religion sind immer nur die gleichen Bilder durch verschiedene Filter gezogen. Wenn du wirklich Religion bashen willst, findest du genug dafür. Was nicht heißt, dass es cool ist, weil es gibt genügend religiöse Institutionen, die wesentlich mehr machen, als derjenige, der diesen scheiß Post verfasst hat. Macht einen Tag im Monat frei, macht ein Jahr Mutterschaftsurlaub und arbeitet Halbzeit. Beschwert sich aber darüber, dass Männer 20% mehr verdienen. Weil eine Frau pro Stunde weniger verdient als ein gleich qualifizierter Mann, ist das nicht fair. Wenn sie natürlich weniger verdient, weil sie weniger arbeitet, ist das was anderes. Und dass manche Frauen Mutterschaftsurlaub nehmen und dabei abgesichert werden, macht auch mega viel Sinn. Davon abgesehen gibt es auch Vaterschaftsurlaub. Aber eine Frau weniger zu bezahlen, weil sie schwanger werden könnte, das ist nicht fair. We make you pay for the water you drink, for the food you eat, for the wars we need, for the crimes we commit. We make you dedicate the most important part of your life to us, but we give you wages and tell you they allow you to buy stuff and pay for your needs to make us even richer. We call this freedom. Guck mal, Schweine. Da war wohl irgendwo ein 12-Jähriger am Berg, der so ein bisschen gegen das System bashen will. Hier sind sau viele Menschen auf der Erde. Und da haben sich einfach gewisse Strukturen ergeben, die das Zusammenleben ermöglichen, die aber nicht von drei Schweinen in Anzügen geleitet werden. Also kannst du dich entweder als Sklave des Systems sehen oder als nützlichen Teil der Gesellschaft. Aber im Endeffekt sind wir doch die Leute, die überteuertes Quellwasser für 1,50 kaufen, anstatt einfach Leitungswasser zu trinken. Oder die unbedingt ihr iPhone 5S gegen ein neues iPhone 6 austauschen müssen. Weil es so ein bisschen besser ist. Wir entscheiden uns dazu, unnötigen Scheiß zu kaufen. Und ja, das könnte man Freiheit nennen. Die größten Kriminellen tragen Krawatten, keine Tattoos. Oh, da hat jemand bemerkt, dass Menschen mit Tattoos nicht unbedingt Kriminelle sind. Sehr gut, aber warum musst du das gleich durch ein neues Vorurteil austauschen? Alle Banker und Politiker sind kriminell, bla bla bla. Wie wär's, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass Menschen nicht kriminell sind, solange sie nichts Kriminelles gemacht haben. Und es einfach egal ist, ob sie Krawatten, Tattoos oder Pummeluffs haben. Wer trinken, rauchen und Sex aufgibt, der lebt auch nicht länger. Es kommt ihnen nur so vor. Ja, man lebt nur einmal, also kann man ruhig mal was rauchen, was trinken und Sex haben. Aber nur weil Sigmund Freud das gesagt hat und du das jetzt bei Facebook postest, heißt das nicht, dass du dich jedes Wochenende vollsaufen solltest. Und warum zur Hölle sollte man auf Sex verzichten? Sex macht Spaß und ist gesund. Niemand verzichtet freiwillig auf Sex. Macht keinen Sinn. Sei denn, er ist asexuell. Ja, ja. Aber dann ist es immer noch ungesund, weil Sex ist gesund. Ich mache und habe viele Fehler. Doch ich liebe die Menschen, die bei mir bleiben, obwohl sie wissen, wie ich wirklich bin. Warum wollen alle Menschen was Besonderes sein? Einzigartig und speziell? Wir sind alle ziemlich normal. Und das ist auch gut so. Aber das klang jetzt eher so nach dem Motto, ich liebe meine Freunde, weil sie bei mir bleiben, weil ich sonst niemand anderes finden würde. Also nehme ich das, was ich kriege. Das ist irgendwie nicht so cool seinen Freunden gegenüber, oder? Ich wollte einfach mal ein bisschen Dampf ablassen. Was für Posts aus dem Internet regen euch so auf? Schreibt's in die Kommentare. Ansonsten findet ihr da 10 Arten von Hatern und darunter das letzte Video. Video kochen. Krokettas, die waren lecker. Die haben mich nicht aufgeregt. Aber die haben mich satt gemacht. Sehr satt. Tschüss.